Wir fragen uns, warum wir in den letzten Jahren den unterschiedlichen Finanzkrisen nicht Herr werden. Und eine der Antworten liegt darin, dass wir international so schlecht aufgestellt sind. Unsere Außenpolitik findet keine Resonanz. Unsere Diplomatie wird international nicht mehr geschätzt. Und das spüren wir auch bei den Lösungsversuchen der Finanzkrise. Jetzt möchte ich auf einzelne Details genauer eingehen, warum die Antworten, die gegenwärtig unsere Regierung, unsere Kanzlerin gibt, nicht funktionieren kann. Zunächst zur Komplexität der Krisen. Wir haben ein Krisenszenario, das stellt sich wie folgt dar. Zunächst hatten wir eine Bankenkrise, die sich in zwei Erscheinungsformen zeigt. Die eine Erscheinungsform ist eine Solvenzkrise. Die Solvenzkrise haben wir in den USA erlebt. Das war die Krise, die dazu geführt hat, dass die Banken den Sparern ihr Geld nicht zurückgeben konnten, also nicht mehr zahlungsfähig waren, also insolvent. Die zweite Erscheinungsform war die Liquiditätskrise. Und die Liquiditätskrise haben wir in Deutschland deshalb erlebt, weil die Banken sich wechselweise kein Geld mehr geliehen haben, denn ihr Misstrauen gegeneinander war so stark, dass der Geldfluss zwischen den Banken zum Erliegen kam, es deshalb keine Kredite mehr gab am Markt und insofern auch die Realwirtschaft berührt wurde. Das war vor einigen Jahren. Erste Lösungsansätze, sehr erfolgreich, kamen damals von Steinbrück, der gesagt hat, wir sichern das Geld der Sparer ab, um den Geldfluss wieder in Gang zu bringen. Die dritte Erscheinungsform der Krise ist eine Marktversagenskrise. Die Marktversagenskrise kann man daran erkennen, dass es Risikokonzentrationen im Weltfinanzmarkt gibt, die sich heute gar nicht mehr auflösen lassen. Das kann man speziell daran erkennen, dass auch Versicherungen sich deshalb sicher fühlen, weil sie eine Rückversicherung haben. Diese Rückversicherung fühlt sich sicher, weil sie wieder eine Rückversicherung hat. Und in dieser Kette der Rückversicherung gibt es häufig Zirkelschlüsse, sodass letztendlich die Versicherungen bei sich selbst versichert sind und damit natürlich die gesamte Sicherheit ad absurdum geführt wird. Und diese Risikokonzentrationen im Markt sind ein Marktversagen, das wir nur äußerst schwierig auflösen können. Die vierte Erscheinungsform der Krise ist die Staatsverschuldungskrise. In letzter Zeit hören wir viel von Staatsverschuldung, weil die Kanzlerin offenbar meint, die Staatsverschuldungskrise sei die Ursache aller Krisen. Das ist aber weit gefehlt, denn wir haben ja gehört, Bankenkrise, Marktversagenskrise, Staatsverschuldungskrise. Und diese vier sind miteinander so verknüpft, dass man auch komplexe Antworten finden muss. Ich würde noch gerne eine fünfte Krise dazufügen. Das ist die Verhaltenskrise. Das ist die Verhaltenskrise von Personen, die im Finanzmarkt agieren. Und wer die Krise lösen möchte, wer die Krise überwinden möchte, der muss auf all diese fünf Erscheinungsformen Solvenz, Liquiditäts-, Marktversagens- und Staatsversagenskrise Antworten finden in der gebotenen Komplexität und darauf möchte ich in einem weiteren Beitrag eingehen. In dieser komplexen Lage, in diesem komplexen Krisenszenario muss man Lösungen überlegen, die auf die unterschiedlichen Krisenursachen auch unterschiedliche Antwort finden. Gegenwärtig gibt unsere Kanzlerin im Regelfall zwei Antworten. Sie sagt, Deutschland gibt Geld oder Bürgschaften nach Europa und die Staaten, die eine Staatsverschuldung haben, sollen sparen. Ich glaube, dass diese beiden Ansätze viel zu schwach sind und auch im falschen Zeitpunkt mit falschen Wirkungen im Markt agieren. Nehmen wir als Beispiel Griechenland. Griechenland ist natürlich stark überschuldet. Griechenland sollte auch sparen, aber parallel dazu müssen wir Griechenland natürlich instand setzen, seine Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Wir müssen Griechenland die Binnennachfrage stärken, wir müssen Griechenland instand setzen, wieder Exporte zu übernehmen, den Tourismus anzukurbeln. Griechenland muss ökonomisch im Weltmarkt so ankommen, dass sie eine reale Chance haben, sich auch selbst aus der Krise zu befreien, unterstützt durchaus durch europäische Maßnahmen, aber nicht durch Sparen allein und nicht durch Geld geben nach Europa allein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hintergrund. Der zweite Aspekt ist, dass wir die Möglichkeiten gegen einzelne Länder, gegen den Euro oder gegen Europa zu spekulieren, deutlich eindämmen müssen. Das bedeutet, wir müssen ganz bestimmte Verhaltensweisen im Markt verbieten, wir müssen bestimmte Produkte verbieten und wir müssen eine sehr viel schärfere Regulierung organisieren, als es bis jetzt überlegt wird. Und zuallererst müssen wir die Macht der Ratingagenturen brechen, denn alles, was wir gegenwärtig im Markt beurteilen, geht zurück auf die Fehlurteile von Ratingagenturen. Und ich glaube, wenn man so die Basis aller Entscheidungen schon falsch wählt, dann kann man keine vernünftigen Antworten erwarten.